Und dann musste ich sagen, habe ich gedacht, komm, ich schlag mal zu. Und jetzt hier mit euch erlebe ich die Momente und muss sagen, hey, das macht sogar richtig Spaß. Also. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew. Ja, wir sind aktuell noch in unserem HQ, aber da wollen wir eigentlich raus. Denn wir wollen jetzt oder müssen nach St. Louis fahren. Haben wir irgendwie so einen Spezialauftrag zu erledigen. Weil wir sind ja immer noch hier ganz am Anfang vom Geschehen. Wir sind ja noch überhaupt nicht aufgestiegen. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, dass wir das hinkriegen. So, wir sind aktuell noch in der Ego-Sicht. Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und nee, wir möchten auf die Karte zugreifen. Denn wir haben hier unten in St. Louis, das ist ein ganz schönes Stück hier, wenn man guckt, ist, ja, ein gutes Stück, also Chicago würde näher liegen, auf jeden Fall. Und hier hinten haben wir auch noch so irgendeinen Bonus, die Xfinity Tempo Herausforderung. Sollen wir die auch mal machen? Bevor wir die Story machen, dann müssten wir echt an die Grenze zu, wie nennt sich das, Mittelamerika? Hat gar keinen Namen. Mountain States heißt es im Spiel, okay. Die Bergstaaten. Sollen wir die sogar vielleicht mal machen? Ich würde sagen, machen wir die jetzt einfach mal. Ist ja auch ein krasser Roadtrip. Würde ich sagen, Wegpunkt setzen. Und das ist ein ganz schöner Roadtrip. Müssen wir sogar durch Chicago durch. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und ja, 34 Kilometer müssen wir fahren. Das ist eine nette Strecke. Ich werde mich aber beeilen, wenn ich überlege, wenn ich das mit meinem echten Auto fahren müsste. So, jetzt auch trotz Autobahn und allem. Und dem Verkehr. Ja, 34 Kilometer ist man schon so ja, 25 bis 30 Minuten unterwegs, je nach Verkehrslage. Bin mal gespannt, ob wir das schneller schaffen. Wenn wir nämlich so lange brauchen, dann ist die Folge schon komplett gefüllt, würde ich sagen. Dann haben wir eine komplette Roadtrip in dieser Folge. Aber jetzt würde ich einfach mal sagen, fahren wir mal dahin. So, da ist nochmal so eine Tempo-Herausforderung, glaube ich. Gucken wir mal, ob wir das hier schaffen. Jetzt mal auf Gold. Das haben wir ja noch nie geschafft hier auf Gold. So, ja, mit dem Unfall ganz bestimmt nicht. Ja, wir haben es geschafft, ganz knapp. Also haben wir auch endlich mal ein Goldteil hier geschafft. Juhu, als Goldteile reinbauen in meinen Wagen. So, Beschleunigungsbonus. Oh, das bringt eigentlich gar nichts. Oh, super, jetzt brauche ich ja einen Unfall. Nein, nein, nein. Kann ich das jetzt nicht nehmen, oder was? Ah, doch, gut. Oh, Glück habt's. Ja, es bringt eigentlich Effekt, bringt's gar nichts. Aber ich baue es trotzdem ein, weil es einfach Gold ist. So, ganz einfach. Ja, vielen Dank. Kriegen auch noch mal ein bisschen Credits. Das nehmen wir natürlich gerne mit. So. Oh, das sind die Cops hinten. Die blinken zumindest. Aber die sind nicht hinter uns her. So wie es aussieht. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal weiter. Ja, nochmal, die Info zur Grafik oder sowas. Auf YouTube kommt es zum Teil ziemlich scheiße rüber. Gerade jetzt, wenn Tag ist. Nacht geht eigentlich. Aber Tag wirkt es stark verpixelt. Es liegt aber an YouTube tatsächlich, dass die Grafik so dermaßen beknackt aussieht. In echt sieht es bei mir eigentlich relativ gut aus. Was heißt relativ gut? Ich habe es hier auf Ultra, höchste Einstellung, mehr geht nicht. Muss man einfach mal so sagen. So, springen. Ah, hier. Uah. Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Ich springe jetzt einfach mal ins Wasser. Achso, das geht nicht. Ja, nochmal. Ich habe das nicht ganz geblickt, was ich hier machen muss. Das machen wir aber nochmal hier. Die Herausforderung. Nehme hier mal Tempo mit. So, und jetzt aber. Ah, nur Silber. Komm, das will ich nochmal probieren. Steuerung gewonnen. Stufe 4 Steuerung. Okay, auf Silber. Plus 3 Effekt, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, aber ich will es trotzdem nochmal probieren. Weil Gold muss doch möglich sein, wenn wir richtig Tempo mitnehmen und alles. Vielleicht setze ich nochmal ein bisschen zurück. Setze nochmal ein bisschen zurück hier im Rückwärtsgang. So, jetzt wird es ein bisschen Nacht, jetzt wird auch die YouTube-Qualität besser. Ne, also das ist tatsächlich YouTube, was das so kaputt pixelt. Ist bei manchen Spielen stärker, manchen schwächer. Das ist ein bisschen schade. Ja, ärgert mich auch selber, aber besser geht's nicht. Bei mir auf der Aufnahme oder das fertige gerenderte Video sieht 1:1 so aus wie meine Grafik. Ich habe ja hier ganz teure Renderprogramme und so weiter und eigentlich das Beste, was so möglich ist. Deswegen, ja. Boah, das ist auf jeden Fall Gold. Das war richtig weit. Da haben wir richtig gut Tempo aufgenommen. Hier Steuergerät,
Gold Stufe 4, dann bauen wir natürlich ein. Ja. Auch wenn Gold wahrscheinlich nicht bringt, doch plus 1 bringt sogar, ist sogar tatsächlich ein bisschen besser. Also als rein damit. Fortfahren. Aber wahrscheinlich hat sogar das Steuergerät Stufe Silber uns die nötige Distanz mehr gegeben oder was weiß ich was. So, jetzt fahren wir wieder ein bisschen. Bisschen Roadtrip heute. Oder unser erster Roadtrip überhaupt, mal so ein bisschen eine längere Strecke zu fahren, muss man mal ganz ehrlich sein. So, ich gucke auf die Zeit. Wir liegen gut in der Zeit. Vielleicht können wir auch die Herausforderung da noch machen. So, da kommt schon die nächste. Ne, das ist eine Sehenswürdigkeit, glaube ich, hier, oder? Ja, das ist eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So, da Monroe. Schade, dass da nicht so eine Infotext oder so steht. Weil was ist jetzt? Das ist jetzt halt, okay, ist halt irgendwas. Also, von dem her. Egal, nehmen wir mit. Sind 2000 Bucks. Bucks. Bucks heißt die Währung. Ich sage jetzt einfach mal Dollar oder Credits, ist für mich irgendwie gängiger wie Buckets oder Bucks, was auch immer. Deswegen, ja, chillen wir mal. Was ist denn da? Da blinkt was. So ein Radar, interessant. Was auch immer das zu bedeuten hat. Hört ihr das? Ah, das ist dieses, diese Frackteile finden. Ah ja, jetzt, 100 Pro ist es das, so radarmäßig. Gut, fahren wir mal ins Gelände, das ist zwar für das Auto nix. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Radar, der jetzt erblinkt, tatsächlich dieses Frackteil finden ist. So, jetzt gucken wir mal. Durchs Gelände ist unser Auto eigentlich nicht ausgelegt, deswegen fahre ich jetzt ja nicht allzu schnell. Aber jetzt blinkt, das wäre doch sehr geil angezeigt. Ist ja cool. Also geiler gemacht eigentlich wie die Scheunenfunde in Horizon, weil da sucht er ja den Arsch ab. Es muss hier irgendwo sein. Seht ihr da was? Im Busch oder so? Hier? Ah, hier ist es. Ja, wir haben es doch. Ja, jawohl. Wunderbar. Eins haben wir gefunden von diesem Hot Rod Cube One. Wunderbar, geil. Also so funktioniert das mit dem Suchen. Hab mich auch schon gefragt, wie man das finden soll. Also tatsächlich durch die Gegend fahren. Da muss man aber auch nicht sagen, also ich glaube, wenn wir das hinkriegen wollen, muss ich, glaube ich, auch ein bisschen Hilfe aus irgendwelchen Internet-Tipps oder so nehmen. Oder machen wir es besser. Gib mir doch Tipps, wo man suchen muss oder so. Also natürlich jetzt vielleicht am Anfang noch nicht, aber wenn ich dann halt so eine Weile unterwegs bin, dann wirklich mir noch ein paar Teile fehlen oder so, vielleicht könnt ihr mir dann Tipps geben, wo ich welche Teile finde, das wäre auf jeden Fall richtig stark, weil dann würde ich natürlich schon gerne mitnehmen, so ein Auto, ganz klar. Ui. So, wir sind glaube ich aber immer noch nicht in Chicago angekommen, wir müssen ja durch Chicago durchfahren, wir haben immer noch hier ganz schön viel Kilometer vor uns. So, was müssen wir machen? Fahre schnell und bleibe auf der Straße, okay. Hier rumfahren. Ganz schön viel Zeit haben wir da noch. Sind aber auch noch nicht irgendwie auf irgendeinem Kurs. Wir haben nicht mal Bronze bis jetzt. Aber am besten nicht rammen. Das kostet immer viel zu viel Zeit. Jetzt haben wir Bronze. So, Silber haben wir auch gleich. Gold will ich aber auch noch haben. Ja, Gold haben wir gerade noch gekriegt. Aus diesem Crash. Ja, ich muss sagen, die Steuerung ist immer so ein bisschen indirekt, habe ich so das Gefühl. Das macht es ein bisschen schwieriger. Was haben wir jetzt? Getriebe, Stufe 4, Gold. Ja, geil. Also wir werden auf jeden Fall besser, habe ich so das Gefühl, was die Sachen angeht. Ja, möchte ich ausstatten. So. Wunderbar. Nehmen wir natürlich auch mit. Ja, geile Folge heute, muss ich sagen. Mal was ganz anderes. Einfach mal so ein Roadtrip. Bisschen Herausforderungen machen, Sehenswürdigkeiten. Frackteile haben wir schon gefunden. Da ist ja mega was los heute. Ui. Kürzen wir hier mal kurz ab. Ja, fahren wir nochmal ein bisschen in der Ego-Sicht, würde ich sagen, dass wir das auch mal ein bisschen nochmal gesehen haben. Natürlich jetzt mit unseren, in der letzten Folge haben wir das ja mit gelben Nähten ausgestattet, dass das ja so farblich so ganz gut passt. So, gucken wir mal. Das sehen wir auch links am Tacho, sehe ich gerade, auch den Kilometerstand unseres Fahrzeugs. Also hier gerade mal 28 Kilometer rund drauf gefahren. Also hier noch ein richtiger Neuwagen. Normal dürfte man noch gar nicht so hoch drehen, ne? Aber wenn man ein frisches Auto hat, soll man ja so, ja, keine Ahnung, bis so höchstens 3.500 drehen, um den Motor ein bisschen einzufahren. Und dann so ab 5.000 Kilometer soll man erst dann anfangen zu drücken. Ja, aber wenn wir das hier im Spiel machen müssten, dann, ja, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr glücklich. So, jetzt müssen wir hier auf den Freeway oder Highway oder wie das auch immer heißt in Amerika. Für mich ist es eine Autobahn halt, oder wäre es eine Autobahn in Deutschland. Aber ich glaube, eine Autobahn ist es nicht, weil Autobahn, ja, ihr seht es, 80 Meilen dürfen wir noch fahren. Normalerweise. Da vorne ist irgendwas Rotes, was auch immer das bedeutet. Ist das ein Kopf oder was? Das Rote auf dem Radar, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier vorne. Das da. Ist das ein Kopf? Oder was ist denn das? Der hier.
Nee, vor uns. Ah, nee, der vor uns. Ja, das ist ein Cop tatsächlich. Also rote Fahrzeuge sind Cops. Das heißt, den sollen wir jetzt nicht provozieren. Und deswegen überhole ich ihn rechts. Ich provoziere nicht, ich überhole ihn rechts. Alles legitim. So, da vorne ist, glaube ich, wieder... Nee, das ist auf der anderen Seite die Herausforderung. Müssen wir auf dem Rückweg machen. So, hier ist wahnsinnig viel Verkehr. Oh, hier gibt es wieder ein Frackteil. Aber da müssten wir jetzt von der Autobahn runter. Das kommen wir halt nicht so einfach. Von hier aus auf jeden Fall nicht. Ja, das müssen wir dann machen, wenn wir in Chicago tatsächlich unterwegs sind. Weil wir fahren jetzt hier tatsächlich Chicago rein. Und es ist immer noch 20 Kilometer vor uns. Also die schiere Größe des Spiels ist krass. Also wenn wir es vergleichen mit Horizon. Wenn wir da 30 Kilometer fahren, dann fahren wir von einem Ende zum anderen. Dann sind wir da schon durch, ne? Also in dem her, das ist schon krass. Das ist die überwältigende Größe. Aber gut, ist auch ein MMO-Spiel. Horizon ist es ja eher weniger. Ist ein Multiplayer-Spiel einfach, so Horizon. Auch zwar Open World, aber eher Multiplayer. Hier kann man schon wirklich von einem MMO oder MM Multiplayer, also MM Multiplayer, genau, MM Rennspiel sprechen, nämlich ein Massiv Multiplayer, also noch ein größerer Multiplayer. Für das steht ja dieses MM, Massiv Multiplayer. MMO heißt ja, glaube ich, MM, also Massiv Multiplayer Online. Race Game in dem Fall müsste man sagen, also ein MMORG statt RPG zum Beispiel. Da gibt es ja daraus, da ist es ja bekannt worden, zum Beispiel. WoW oder sowas, ne? So, da vorne ist wieder, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Gehe ich lieber in der Außensicht, wegen der Übersicht oder so. Fahren wir auch lieber gleich mit ein bisschen Tempo rein. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wir müssen wieder zwischen die Tore und kein Tor verpassen am besten. Also müssen wir sehr präzise fahren. Oh, jetzt müssen wir hier abbiegen. Ich glaube auch immer, die Herausforderungen passen sich der Route an, die man fährt. Das heißt... Wenn wir jetzt eine Route gehabt hätten, die geradeaus ging, wäre das natürlich besser gewesen. Müssen wir ja mal ehrlich sein. So, ich versuche jetzt hier den Wagen ruhig zu halten. Die Tore hier abzukriegen. So, jetzt haben wir kaum noch Zeit. Also wie gesagt, wäre die Route geradeaus gegangen, hätten wir das auch wahrscheinlich auf Gold geschafft. Aber da wir so eine kurvige Route hatten und ich mich einmal verbremst habe, haben wir es nicht geschafft. Oh, Stufe 7, das haben wir aber noch gar nicht freigeschalten. Das heißt, ah, jetzt verstehe ich auch, was das immer heißt, wenn wir so eine höhere Stufe freischalten. Ja, dann machen wir das ins HQ. Das heißt, das können wir dann erst nutzen, wenn wir tatsächlich höher sind. Interessant. Also wir müssen eine höhere Stufe haben, oder höhere Stufe freischalten. Das, jetzt kapiere ich das auch, was das bedeutet, wenn es dann heißt, alle Autos sind jetzt eine Stufe aufgestiegen oder dürfen jetzt höher sein, wie auch immer. Ja, also, dieser Aspekt, zu was freizuschalten, hat auch so ein bisschen was vom RPG-Spiel, muss ich sagen. Dieses, ja, was freischalten, gibt es verschiedene Klassen, Bronze, Silber, Gold, also quasi Qualität des Teils. Die Teile haben wieder eigene Level und so weiter. Das finde ich richtig geil gemacht. Also ich muss sagen, das Spiel beeindruckt mich in der Hinsicht schon. Also weil, wie gesagt, weil ich im Vorfeld das ja eigentlich alles gar nicht mitgekriegt habe, hat mich überhaupt nicht schlau gemacht über das Spiel. Das war einfach, ich weiß nicht, The Crew habe ich zum ersten Mal, muss ich sagen, auf der Gamescom gesehen. Das war 2012, glaube ich. Ne, 13. 2013. Und ja, da war es einfach so, dass ich... also ich konzentriere mich ein bisschen auf die Straße, deswegen kann ich nicht so viel Blickkontakt halten. Aber ja, das war geil. Trailer gesehen, haben wir geil. Komplett Amerika befahrbar. Das hat erstmal so, wow, krass. Und dann hat man halt über das Spiel nicht mehr so viel erfahren. Immer wieder mal ein bisschen was. Aber das hat mich jetzt irgendwie nicht... irgendwie geflasht oder so, und dann dachte ich so, ja, die ruhen sich so ein bisschen auf diesem, ja, guck mal, wir haben ganz Amerika zu befahren, aus. So kam es mir immer rüber, und dann dachte ich so, ja, cool, wenn das ihr einziges Alleinstellungsmerkmal ist, dann gut Nacht, vor allem, weil ich ja wusste, dass ein Großteil der Entwickler auch eben die gleichen Entwickler sind wie von Test Drive Unlimited 2, und von dem war ich maßlos enttäuscht, weil der erste Teil war Hammer von Test Drive Unlimited, und der zweite habe ich mit ganz vielen Freunden gespielt, unter anderem auch die, wo hier mit dem Kanal dabei sind. Und der Multiplayer hat sowas von versagt da und war ja auch ein MMO-Spiel. Und deswegen, ja, habe ich einfach das gar nicht mehr so verfolgt. Auch die Beta gar nicht groß angemeldet oder so. Dachte, pff, ist mir eigentlich egal, ich fahre ja Horizon. Ja, und dann irgendwie kam jetzt halt die Crew raus, habe jetzt ein Angebot, ein billiges, oder was ist ein billiges, ein günstigeres gekriegt für rund 30 Euro für das Spiel. Also ohne Season Pass. Und dann musste ich sagen, habe ich gedacht, komm, ich schlag mal zu, und jetzt hier mit euch erlebe ich die Momente und muss sagen, hey, das macht sogar richtig Spaß. Also von dem her ganz cool. So, vorne wieder die nächste Herausforderung. Wie es aussieht, was muss man da machen, wissen wir noch nicht. Das werden wir gleich sehen, sieht sehr kurvig aus da vorne. Oh, wir müssen die Kurven hier abfahren. Das ist natürlich jetzt super, hier durchs Gelände, obwohl wir hier keinen Offroader haben.
nur quasi die Checkpoints abfahren hier. Ah, komm. Ein bisschen Gas jetzt. Uiuiui. Das ist natürlich echt, das merkt man echt, die Unterschiede. Das finde ich auch besser gelöst als in Horizon. Dass man, wenn man durchs Gelände fahren, das Auto nicht für Gelände ausgelegt ist, dass das echt richtig scheiße ist. Ah, da muss ich lang. So, ja, jetzt haben wir ganz knapp Gold verpasst, weil ich halt echt nicht schnell durchgefahren bin. Aber ist, glaube ich, trotzdem okay mit Silber. Ja, Stufe 9, das haben wir auch noch lange nicht, muss man sagen. Wir fahren, glaube ich, hier in Gebiete vor, die weit über unserem Niveau liegen. Achso, da will ich es eigentlich nicht angucken. Teil ins Jakku schicken. Jetzt bin ich mal gespannt, das Rennen, wo wir da machen müssen. Ob das nicht einfach viel zu krass ist für unser Auto. So, wir müssen... Ah, Slalom fahren. Wir dürfen die müssen immer in der Innenseite der Pfosten sein. Also diese Minispiele auf dem Weg finde ich geil. Das macht so einen Roadtrip eigentlich echt geil. Oh, da ist die Goldmedaille unterwegs. Die müssen wir einholen, wenn wir Gold wollen. So, dann holen wir mal. Scheiß Verkehr, muss ich sagen. Regt mich echt ein bisschen auf. Also Gold ist da vorne weg. Aber wie gesagt, wenn man überlegt, was da für krasse Stufen wir schon freischalten, da sind wir ja noch echt weit entfernt. Deswegen. So, jetzt aber haben wir sogar Gold eingeholt aktuell. Ja, Gold haben wir. Wunderbar. Cool, nehmen wir mit. Das ist bestimmt aber auch ein hohes Teil, oder? Ja, auch Stufe 9 hier. Bremsen sind das, glaube ich, sollen das darstellen. Bremsscheibe. Mit den Zacken könnte man auch meinen, das ist ein Getriebe. Aber das ist ein Bremsen. Steht es irgendwo? Ja, Bremsen gewonnen. Ganz oben sogar richtig fett. Ja, auch ins Haku schicken. Ja, gut. Das sammeln wir schon mal schön Teile für später, muss ich sagen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So, Polizeiüberwachung. Nee, muss nicht sein. Fahren wir weiter. Ja, ich glaube, wir kommen... Sie haben jetzt noch 4 Kilometer, also das heißt, wir kommen da gerade an. Und ich glaube nicht, dass wir in der Folge das Rennen noch fahren werden. Aber jetzt schauen wir mal, wie die Zeit ist. Vielleicht gebe ich euch ja ein bisschen Bonuszeit in der Folge. Schadet ihr auch nicht. Weil, wie gesagt, die Folgenlänge möchte ich so bei 20 Minuten ungefähr halten. Wenn es dann mal 25 wären, ist auch okay. Aber eine halbe Stunde möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Weil, ja, das wäre einfach zu viel Aufwand. Weil ich habe ja, wie ihr wisst, ja noch ganz andere Let's Plays auf dem Kanal. Nicht nur Forza Motorsport, Forza Horizon, nein, wir haben ja noch World of Tanks und die ganzen Togethers und so weiter. Und das muss man ja auch irgendwann mal noch unterkriegen. Ich habe ja schließlich auch noch ein normales Leben. Ich mache das ja nicht auch beruflich hier, YouTube. Also mit 600 Abonnenten reicht es nicht ganz aus. Muss man ja mal so ehrlich sein. So. Ja, zur Webcam vielleicht. Ich hoffe, sie funktioniert. Also ich bin da immer noch so ein bisschen in der Experimentierphase. Das ist jetzt das erste Let's Play auch, wie ich sie komplett einbaue. Ja, wie gesagt, da auch schon mal an der Erwähnung, falls sie mal nicht vorhanden sein sollte, dann ist irgendwas schiefgegangen bei der Aufnahme. Ich muss auch kurz rüber gucken zur Aufnahme. Ja, sie läuft zumindest mal. Und das stimmt mich nochmal zuversichtlich. Und ja, jetzt haben wir wieder eine Herausforderung. Die machen wir doch auch nochmal schnell. Was müssen wir hier machen? Fahre so schnell auf der Straße, fahre so schnell du kannst und bleibe auf der Straße, das haben wir schon mal gemacht. Das ist cool, da ist nur der Verkehr, eigentlich das große Manko. Oh, hier ist schon das Rennen, aber da fahren wir jetzt einfach nicht hin. Wir fahren jetzt einfach hier weiter. Wir möchten die Herausforderung machen. So. So, das haben wir schon mal. Jetzt Silber will ich auf jeden Fall holen. Oh, jetzt ist ein bisschen bergig. Nein, 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 komm. Nein, wegen dem Scheißunfall haben wir Gold nicht geschafft. Schade. So, jetzt haben wir Stufe 6 freigeschaltet. Genau. Und ich glaube, die Teile können wir nur einbauen, die auch Stufe 6 sind. So ist es irgendwie gedacht. Ja, da hätten wir eigentlich Gold locker schaffen können. Sollen wir es nochmal probieren? Na komm, das probieren wir nochmal. Und dann fahren wir dann das Rennen eben hier in der nächsten Folge. Ja, ins Haku schicken. Dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal. Ich weiß nicht, ich finde die Steuerung ein bisschen indirekt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Fahrzeugen auszuweichen, muss ich sagen. Ist halt irgendwie so. Ja, mach mal noch einmal. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Schwierigkeitsstufe nicht runterstellen, sondern hochstellen. Vielleicht ist das Fahrzeug dann direkt da oder sowas. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier vorne ist der Goldgeist. Den müssen wir natürlich einholen, weil Gold will ich ja jetzt holen. Silber haben wir ja gerade geschafft. Aber irgendwie bin ich nicht schneller wie der, muss ich sagen. Vielleicht müssen wir auch in die Herausforderung mit viel mehr Schwung reinfahren. Ja, guck mal, der zieht uns eiskalt davon. Der hat einfach mehr Speed da vorne.
Der hat einmal mehr Speed da vorne. Und dann crash ich auch ja, in riesen LKW rein. Das ist natürlich überhaupt nichts. Achso, jetzt haben wir das Bronzegetriebe auch gewonnen. Das ist natürlich Quatsch. Schicken wir halt auch ins Haku, ist ja dann egal. Ist jetzt unser Auto eigentlich ziemlich zerstört. Ja, wir machen jetzt fortsetzen. Ja, sieht ziemlich kaputt aus. Ich weiß auch nicht, wie krass sich das auswirkt. Oder wo wir eben diesen Schaden einsehen können vom Auto. Außer halt, dass wir sehen, dass er kaputt ist. Aber ich würde sagen, wir probieren die Herausforderung jetzt nochmal. Ich fahre da einfach hinten hin. Nehme einfach tausendmal mehr Schwung mit. Oder ist jetzt die Herausforderung weg? Das ist jetzt die Frage. Hätte ich einfach auf Wiederholen machen. Ne, da steht's noch. Ah, fuck. Kann man die Herausforderung auch von der Seite machen? Probieren wir es mal von der Seite. So, sieht so aus, als dass wir hier die Seite fahren können. Hui. Noch sehe ich den Goldgeist nicht. Das hier irgendwie fährt er in die andere Richtung. Oh, das war, ich glaube, noch schlechter. Ah, die Kurven, die nehmen uns jetzt natürlich das Tempo raus. Ah, das reicht wieder ganz knapp nicht. So eine Scheiße. Ja, probieren wir es nochmal. Mensch, das will ich jetzt noch machen. Das ist jetzt das Tagesziel. Ja, teilen ist ja gut. Wir haben das, glaube ich, eigentlich schon. Ne? Wir machen das ja jetzt mehrmals. Also nochmal versuchen. Das will ich jetzt machen. Das will ich jetzt schaffen. Nein, hier, warte. Ich fahre jetzt nochmal. Komm, Rückwärtsgang. Fahren wir jetzt von der Seite. Ja, ich möchte es von der anderen Seite fahren. Pass auf, ich fahre da jetzt außen rum. Ich glaube, die Strecke ist mir ein bisschen zu kurvig. Was muss ich jetzt hier machen? Öffnen. So, dann sieht man die Infos darüber. So, warte mal. Da drehen wir jetzt nochmal um. Komm ein bisschen mit mehr Tempo. So. So. Und jetzt schaffen wir das. Setze ich mir jetzt als Ziel. Auch letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht packe, dann habe ich es einfach nicht drauf. Ich hoffe, das Verkehr, gutes Deutsch. Lerne mal deine Artikel. So, der Verkehr spielt mit, hoffe ich. So, jetzt haben wir genug Schwung aufgebaut. Jetzt spare ich mir das Nitro, weil das, glaube ich, ist effizienter einzusetzen, wenn es ein bisschen voller ist. So, hier nochmal vielleicht. Ja, Gold geschafft, ganz knapp. Wunderbar. Oh, fuck. Was ein Überschlag. Entkommen den Cops. Was? Nein, nein, nein. Mach das einfach mal schnell ins Haku schicken. Dankeschön. Es ist vorbei, Zentrale. Verdächtige in Gewahrsam. Toll, jetzt muss ich hier zahlen. Habe ich das Teil jetzt bekommen? Das würde mich jetzt interessieren. Das ist ja natürlich auch ein Scheiße, wenn du so eine Herausforderung hast und dann kommen die Cops. Dann kommen den Cops. Ja, super. Wenn hier das Scheißdreck ist. Jetzt muss ich gucken, was haben wir denn da freigeschaltet? Ja, da sehen wir nur, was wir. Das ist doch scheiße. Das wissen wir jetzt gar nicht, ob wir es haben oder nicht, ne? Ich hoffe aber, wir haben es jetzt einfach. Es wäre ja blöd, wenn nicht. Dass es jetzt drin ist, weil es kam jetzt nicht mehr das Fenster nochmal wiederholen oder irgendwie sowas. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir das jetzt haben. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal Dankeschön für das Einschalten für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser kleine Roadtrip. In der nächsten Folge fahren wir dieses komische Rennen davon. Ich weiß noch nicht, auf was uns da erwartet, aber ja, ihr könnt mal auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin auch gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis zur nächsten Folge, ja. Ganz einfach. Also, gebt ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall. Also, ciao, ciao.